Wenn wir mal ehrlich sind, wir alle reden mit uns selber hier oben drin. Das Problem ist, dieser innere Monolog ist häufig nicht wirklich zielführend. Wie du deinen inneren Monolog nach außen bringst und für dich selber nutzt, also es wirklich lernst, dich selber zu coachen, das will ich dir jetzt zeigen. Und damit erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Alexander Wala hier, gerade im sonnigen Sofia, Bulgarien. Und ich möchte mit dir über ein Thema reden, was ich im Endeffekt jedem meiner Coaching-Klienten ans Herz lege. Denn mein Ziel von Coachings ist es ja nicht, den Leuten, naja, neues Wissen beizubringen, sondern im Endeffekt in den Prozess des Coachings zu zeigen, dass sie am Ende des Tages, oder naja, bei uns wohl eher nach ein paar Monaten, gelernt haben, sich selber zu coachen. Dass sie im Endeffekt keinen anderen Coach mehr brauchen. Denn jeder von uns hat diese Fähigkeit, jeder von uns hat alle nötigen Fähigkeiten. Wir haben einen Kopf, wir haben ein Gehirn. Ja, mein Verstand, manche von uns zumindest, und können diesen auch effektiv nutzen, um unsere persönliche Entwicklung und unsere äußeren Ziele, unsere externen Ziele nach vorne zu bringen. Und lass uns doch mal genau anschauen, wie das Ganze geht. Ich stelle mir das hier oben gerne bildlich vor. Nehmen wir an, du bist eine Woche auf Arbeit, bist eine Woche lang arbeiten oder zwei, drei Wochen, liest ein paar Bücher in der Zeit, hörst ein paar Podcasts, du besuchst vielleicht ein Seminar, schaust ein paar solche Videos und ganz ehrlich, was passiert dann hier oben? Es sammelt sich eine Menge Zeug an und ich stelle mir das gerne vor wie ein Dachboden, welcher immer voller und voller und voller und voller und voller wird. Und irgendwann, verlieren wir da auch die Ordnung, denn wir tun die Sachen ja nicht wirklich geordnet da rein, sondern wir werfen sie meistens einfach so da rein. Oh, das höre ich mir noch an, ja, das lese ich noch, oh ja, das mache ich noch, hier sammle ich noch kurz was Erfahrung. Und dann entsteht sehr, sehr gerne Chaos. Das heißt, der erste Schritt sollte erst einmal sein, hier oben aufzuräumen, wie ich häufig auch das Coaching sehe. Denn im Endeffekt ist Coaching ja nichts anderes, als bei den Leuten im Leben aufzuräumen, zu schauen, wo sie hinwollen, wie sie konkret dahin kommen und das dann mit einer Lichtgeschwindigkeit, mit einer enormen Geschwindigkeit zu erreichen. Und das Gleiche kannst du bei dir machen. Ich mache das Ganze folgendermaßen. Und zwar setze ich mich persönlich einmal die Woche hin für 60 bis 90 Minuten ungefähr und reflektiere schriftlich und zwar über folgende Dinge. Zum einen, was sind aktuell meine Ziele? Warum will ich diese Ziele erreichen? Was habe ich in den letzten 5, 7 oder 10 Tagen oder wie lange auch immer die letzte Reflexion her ist, was habe ich in der Zeit dafür getan? Was hat gut funktioniert? Was hat schlecht funktioniert? Welche dieser Ziele will ich weiterverfolgen? Denn hey, es ist keine Schande da drin, ein Ziel hinter sich zu lassen und das von deiner Liste zu streichen, denn es kann ja auch gut stressen, wenn du einfach hier oben so viele Ziele reinpackst, dass du immer den Fokus verlierst. Und zu guter Letzt natürlich, was sind die nächsten Schritte, die ich unternehmen muss, um diesem Ziel näher zu kommen? Das mache ich ca. 60 bis 90 Minuten einmal die Woche und es fühlt sich für mich so an, als würde ein kleiner Alex hier oben reingehen mit so einem riesigen Besen und Wischmopp und räumt da mal ordentlich auf. Und am Ende hast du wieder einen sauberen Dachboden, es ist alles wieder geordnet, du weißt, was Bullshit war, was Müll war, Bullshit. Eine Mischung aus Müll und Bullshit. Bullshit. Du räumst aus deinem Kopf raus, was Bullshit war, was du im Endeffekt nicht mehr brauchst oder was dich fälschlicherweise von deinem Weg abgebracht hat und hast dann wieder eine neu gefundene Klarheit. Dass du weißt, okay, das sind die folgenden Schritte, das hat nicht funktioniert und ich weiß, welches Ziel ich habe. Noch viel wichtiger dabei, auch warum ich diese Ziele habe. Denn, ganz ehrlich, wir können unendlich Ziele haben. Das Einzige, was wirklich zählt, ist das Warum dahinter. Warum möchten wir ein Ziel erreichen? Warum möchtest du ein Ziel erreichen? Und darüber einmal die Woche wirklich zu reflektieren, ist extrem wertvoll. Denn Folgendes passiert dadurch. Du bekommst enorm starke persönliche Grenzen, weil du genau weißt, wohin du willst und warum du dahin willst. Und du kannst sehr, sehr leicht zu Dingen, welche dir nicht helfen, dieses Ziel zu erreichen, Nein sagen. Es fällt dir sehr, sehr leicht, die Dinge zu identifizieren, welche dich dem Ziel näher bringen und die Dinge aus deinem Leben zu streichen oder Nein zu den Dingen zu sagen, welche dich daran hindern. Daher, wenn du diesen Prozess noch nicht machst, schalt das Video aus, nimm dir eine Stunde Zeit und mach genau das und mach es zu einer wöchentlichen Routine. Einmal die Woche eine Stunde investieren, wenn du gut bist, dauert sogar noch nicht mal so lange, dann kannst du nach 30, 40 Minuten damit fertig sein. Das ist eine der effektivsten Sachen, die du tun kannst. Und jetzt habe ich zum Schluss noch etwas sehr, sehr Geiles für dich, nämlich ich möchte dir einen 3-Schritte-Prozess mitgeben, wie du jede Person kennenlernst, auf jede Person einfach zugehen kannst,
sie zweitens extrem schnell in deinen Band ziehst und drittens all das ohne Nervosität. Wenn du Zugriff auf diesen exklusiven Content haben möchtest, dann klick mal auf den ersten Link in der Beschreibung und dort kannst du dich auf die VIP-Liste von meinem neuen Online-Kurs Social Mastery eintragen. Das heißt, du bekommst exklusiven Content, genau das, was ich dir gerade gesagt habe, plus du bekommst Zugriff auf ein geheimes Webinar, was ich kurz vor dem 13.06., also kurz vor dem Launch von Social Mastery, halten werde. Also sei einer der wenigen, die dabei sind. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.